Gottes Reich und Segen an allesamt. Es ist eine gesegnete Sache, dem Herrn nachzufolgen. Vom Höchsten beglaubigt. Ja? Was bedeutet das allerdings, dass der Herr uns vorangeht? Alles segnet, was wir tun, weil wir in ihm wandeln. Ja? Wir wissen, dass wir einen Feind haben, der eigentlich besiegt ist, uns allerdings versuchen darf, uns allerdings in Bedrängnis bringen darf. Er hat diese Erlaubnis. Immer in einem gewissen Maß. Ja? Wir allerdings, die wir dem Herrn mutigst nachfolgen, wir müssen das immer vor Augen halten, wie es im Alten Testament eigentlich aufgezeigt wird, die Situation darin. Ich lese mal vor, 4. Mose Kapitel 13, Abvers 16 bis 33. Ich lese bewusst die Verse davor, nicht vor dem 16. Vers, weil da sind die Namen aufgeschrieben. Ja? Dass ihr das versteht, das sind einfach die Kundschafter, die in das Land Kanaan dann geschickt wurden. Das sind die Namen davor. Ab Vers 16 also. Das sind die Namen der Männer, die Mose aussandte, um das Land zu erkunden. Hoshea, den Sohn Nuns, nannte Mose Joshua. Als Mose sie aussandte, um das Land Kanaan zu erkunden, sagte er zu ihnen, zieht hier hinauf ins Südland, geht auf das Gebirge. Ich muss wahrscheinlich erklären, was man da im Hintergrund für so Explosionen hört. Ich bin nicht im Krieg, ja, geistiger Krieg schon, aber der Herr geht mir voran. Wir haben hier Feiertag, ja, Schweiz feiert. Ja, sie feiern, ja. Was soll man tun? Also ab Vers 18. Und seht euch das Land an, wie es ist, und das Volk, das darin wohnt, ob es stark oder schwach, wenig oder zahlreich ist. Und was es für ein Land ist, in dem sie wohnen, ob es gut oder schlecht ist, und was es für Städte sind, in denen sie wohnen, ob sie in Zeltlagern oder Festungen wohnen. Und was es für ein Land ist, ob es fett oder mager ist und ob Bäume darin sind oder nicht, seid mutig und nehmt von den Früchten des Landes. Es war aber gerade um die Zeit der der ersten Weintrauben. Und sie gingen hinauf und erkundeten das Land von der Wüste Sin bis Rehob, der von wo man nach Hamat geht. Sie gingen hinauf durch das Südland und kamen bis nach Hebron. Da war Ahiman, Shechai und Talmai, die Söhne Enaks. Hebron war 7 Jahre vor Zoan in Ägypten erbaut worden. Sie kamen bis ins Tal Eschkol, schnitten dort eine Rebe mit einer Weintraube ab und trugen sie zu zweit an einer Stange, dazu auch Granatäpfel und Feigen. Dieser Ort heißt Tal Eschkol wegen der Traube, die Kinder Israel dort abgeschnitten hatten. Nach 40 Tagen, als sie das Land erkundet hatten, kehrten sie um, gingen hin, kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel in die Wüste Paran nach Kadesh, erstatteten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihm, wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandtest, und wirklich, es fließt von Milch und Honig über, und das hier ist seine Frucht. Aber das Volk, ja, wenn ein Mensch sagt, aber, dann wird es eben kritisch, ja. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark, und die Städte sind befestigt und sehr groß, und wir sahen dort auch Enaks Söhne. Es wohnen die Amalekiter im Land des Südens, die Hethiter, Jebusiter und Amoriter wohnen auf dem Gebirge, die Kanaaniter aber wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegen Mose und sagte, lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es gewiss überwältigen. Was für ein Unterschied. Davor kommt ein Wort von einem Menschen, aber. Alles plus, 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 alles fließt über in diesem Land. Herrlich, viel Frucht fließt von Milch und Honig über. Und dann kommt das aber. Und dieses aber hat das Volk so getroffen, dass sie sogar nur noch geweint haben ab dem Kapitel 14. Und der Herr hat nicht auf ihr Weinen reagiert, sondern auf das, was sie danach taten. Ja, und das, was sie gemacht haben. Das ist ein ganz starkes Sinnbild, das ich dir dann nachher auslege. Ja, und das ist schrecklich.
Wie aber der Kaleb reagiert hat, ja, er hat gesagt, lass uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es gewiss überwältigen. Gewiss. Er war gewiss seiner Sache. Wieso aber? Weil er so stark war. Die waren allesamt stärkstens muskelbepackt zu dieser Zeit. Ja? Die liefen. Ja? Und wenn sie nicht liefen, waren sie auf ihren Pferden. Und wenn sie abstiegen von ihrem Pferd, da hatten sie zu tun, alles mit den Händen. Überall mussten sie hin. Alles mussten sie mit der Muskelkraft tun eigentlich. Aber nun hatten sie den Herrn, der ihnen bei allem hilft. Das haben die vergessen, obwohl der Herr ihnen alles vor ihren Augen getan hat. Zeichen und Wunder, die wir heutzutage vor uns, Gott ist nicht vor uns in einer Feuersäule in der Nacht und in einer Wolkensäule am Tag. Wie herrlich wäre das, wie speziell wäre das. Wir sind nicht am Berg Sinai gewesen. Ich hätte das so gerne gesehen. Was für eine unfassbare Herrlichkeit. Hast du dir das mal vorgestellt, wie das eigentlich ausgesehen hat? Er wird immerhin alles ganz detailliert gezeigt. Ich habe das mal so oft schon gelesen, ja, das, als wäre ich dabei gewesen. Diese unglaubliche Macht, die da gesehen haben, es hat alles erzittert, alles gebebt, du hast das da vor dir gesehen. Sie haben so viel schon mit dem Herrn erlebt. Und da kommt ein Aber. Wie ist es mit uns? Wie reagieren wir? Wie die anderen? Kundschafter oder wieder Kaleb? Wie reagieren wir, wenn solche Situationen kommen, wo die Probleme so groß sind, ja? Wie eine befestigte Stadt, wie ein Amalekiter, wie ein Enakiter, ja, vor uns und haushoch sind sie. Du bist vor deinen Problemen so groß wie eine Heuschrecke. Aber du vergisst eines ganz klar. Der Herr ist größer wie einfach alles, was auch auf dich zukommt, was auch um dich herum schleicht und keucht und fleucht. Jeder einzelne Mensch, der gegen dich ist, ist gegen den Herrn der Herrscher. Vergiss das nicht. Wer euch verwirft, der verwirft mich. Wer mich verwirft, der verwirft den, der mich gesandt hat. Wir sind eins mit dem Herrn. Wenn du dies kapiert hast, wenn du dann noch sagst, wenn du mir sagst, dass das unmöglich ist, um von einem Punkt zum anderen zum Beispiel zu reisen zur Mission, gib das dem Herrn vor und der Herr wird dir da aufzeigen, von verschiedensten Orten wird dir Hilfe kommen, dass du an diesen Ort gehen kannst. Und der Herr wird dir alles geben, was du benötigst für den Dienst, für die Nachfolge, damit du gestärkt bist, wenn du finanzielle Not hast. Gib das dem Herrn ab im Glauben. Der Herr wird dir alles geben, wie viel du auch brauchst, auf eine Art und Weise, wie es ihm wohlgefällt. Das darfst du nie vergessen. Immer wie es dem Herrn wohlgefällt. Alles so, wie er das will. Wenn du durch Nöte auch gehen musst, ja, auch wenn ich wandere durch den Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Wenn da keiner Halleluja ruft, der Herr ist unser Trost, der Herr ist unsere Kraft, und er geht uns voran. Er hat uns versprochen, seid gewiss, ich bin bei euch bis ans Ende aller Tage. Dieses Versprechen, das kannst du beim Heiraten auch sagen, ja? Bis der Tod uns scheidet allerdings, nur so weit es geht, ja? Weil danach ist es ja das Ungewisse, ja, bei diesem Versprechen. Ja, kirchlich, na klar, man verspricht, wie viele sind denn da im Glauben, wenn sie es da in der Kirche so sagen. Aber wir wissen dies ganz klar, der Herr hat uns mit sich eins gemacht und der Herr hat uns versprochen, dass er bei uns ist bis ans Ende aller Tage. Dieses Versprechen, der Herr bricht sie nicht. Er kann sich selber nicht untreu sein, steht sogar geschrieben. Wir sind die Untreuen. Wir sind die Elenden. Ja? Wir sind die Armseligen. Der Herr gibt uns all seine Versprechungen und Verheißungen und der Herr hält es ein, auch wenn wir es nicht einhalten. Allerdings kommt dann die Zucht. Ja? Weil der Herr will nicht, dass wir verloren gehen. Allerdings kommt dann ein Aber vom Herrn. Aber du wirst gezüchtigt. Du musst gezüchtigt werden, dass du wieder auf den rechten Weg kommst, wenn du falsche Wege anfängst zu gehen. Und leider haben sie das ja da hier getan, diese Kundschafter. Wegen ihnen hat das gesamte Volk geweint. Wenn man auch nur einen Menschen zum Weinen bringt, ist es schon eine große Katastrophe. Ich habe das schon geschafft bei einigen, leider. Ja, das war praktisch immer damit verbunden, dass sie nicht umkehren und Buße tun wollten. Personen, die ich von Angesicht zu Angesicht gekannt habe.
Sie wollen es nicht, sie wollten es nicht und kam zum Weinen, leider, leider. Aber hier, nur wegen einem Aber eines Menschen. Sie haben alles in der Hand, bringen dem Volk Früchte und Trauben und alles, Granatäpfel und alles vom Feinsten, ja, nicht wie in unserer Welt, sondern alles vergiftet vom Feinsten, ja. Das können wir uns gar nicht mal vorstellen, was für Saft das alles hatte. Und die haben es gegeben, gesagt, da fließt, dieses Land ist so gut, ja, alles tipptopp, 40 Tage durchwandert, ja, 20 hin, 20 zurück wahrscheinlich. Und siehe da, ja, und siehe da. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, unter den Kindern Israel ein böses Gerücht auf und sagten, das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer Länge, ja, Riesen. Wir sahen dort auch Riesen, Enaks Söhne von den Riesen, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und so waren wir auch in ihren Augen. Was für eine Katastrophe, was für ein Wahnsinn, ja? Sie haben den Herrn vergessen. Sie haben vergessen, wer sie dorthin geschickt hat. Sie haben vergessen. Du musst dir den Ausmaß dieser Katastrophe vorstellen. Sie haben vergessen, weshalb sie überhaupt das Land kundschaften gegangen sind. Ja? Moses und Aaron haben sie dorthin geschickt, im Auftrag des Herrn, nicht aus ihrem Gutdünken. Geht mal dahin, guckt mal, wie das da ist. Der Herr hat denen ganz klar gesagt, sie sollen das auskundschaften, ja, und sie sollen es übernehmen, denn es gehört ihnen. Es wurde ihnen schon gegeben. Das ist eine Verheißung. Sie mussten nur gehorchen. Sie mussten nur dem Herrn vertrauen, der ihnen da erscheint. Weißt du, diese Herrlichkeit, ja. Und siehe da, da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie, und das Volk weinte in dieser Nacht. Vor Angst und vor Gram. Ja, alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sagte ihnen: Ach, dass wir in Ägypten gestorben wären oder noch sterben in dieser Wüste. Was für ein Fluch! Ja. Warum führt uns der Herr in dieses Land, damit wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub werden? Ist es für uns nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Ist es nicht besser, dass wir wieder zurückkehren in die Welt? Ja, es ist schwierig. Wir haben Nöte. Wir sind einsam. Wir sind kraftlos. Wir haben keine Mittel. Wir haben Nöte zu ertragen. Familie ist weg. Arbeit ist zu schlimm. Vielleicht haben wir keine Arbeit mehr. Finanziell ist alles eine Katastrophe. Wir ertragen nichts mehr. Ja, wegen allzu viel Not können wir manchmal nicht mal aufstehen. Wir wissen nicht mehr, wieso der Tag überhaupt jetzt weitergeht. Wir wissen es nicht mehr. Wieso geht der Tag weiter? Ich will doch nicht mehr. Aber es läuft vor mich hin, ja. Ich wandle nicht mehr in der ersten Liebe. Ich weiß nicht mehr, was das Wort Gottes für mich für eine Bedeutung hat. Ich weiß nicht mehr, wie man dankt, ja. Wie weit kommt es noch? Wie weit kommt es noch? Und auf einmal kommen die Gedanken. Kommt der Teufel, ja, der Diabolo, der mit den Bildern wirft. Weißt du noch, wie es früher war? Erinnerst du dich noch? Diese Zeit war doch super. Du hattest Frauen, du hattest Geld, du hattest Kraft. Weißt du noch, du hast doch geraucht, du hast es geliebt. Ja, da zählt der Teufel dir alles auf. Du musst nur mal so weit kommen. Lass es ja nicht zu, dass es so weit kommt. Lass ja nicht zu, dass du so runterfällst. Und wenn doch, bitte den Herrn, dass er dich wieder aufnimmt und trägt. Hindurch trägt durch den schmalen Weg. Das ist sehr wichtig. Weil in dieser Situation kommen wir oft, wo wir vergessen, wovon wir errettet wurden. Darum sage ich ja, du sollst dankbar sein und du sollst dich erinnern, was du einmal nicht hattest und was du jetzt hast. Nicht, was du einmal hattest und was du jetzt nicht hast. Du hattest früher nichts, du hattest das Leben nicht. Das heißt, du warst tot, du hast jetzt das Leben und somit einen Platz im Himmelreich Christus. Das musst du immer wieder besinnen, weil der Feind kann dir das sonst wegnehmen. Ja, und so wurde damit ziemlich extrem die Situation, ja. Der Herr hat nicht mehr gut auf sie reagiert. So viel mal dazu. Ich lese da nicht weiter, du weißt besser. Wie groß der Feind auch vor dir ist, und der Feind ist ganz klar, die Schwierigkeiten, die wir zu ertragen haben, die Nöte dieser Weltzeit, die
Schmerzen und die Kraftlosigkeit in diesem Todesleib, alles, was wir auch durchmachen müssen, wenn der Feind uns bedrängt, wenn wir verlassen und allein sind, wenn wir alles zu ertragen haben, was die anderen um uns herum nicht zu ertragen haben, komischerweise. Ja? Nicht alle ertragen das gleiche Leid. Nicht alle haben so ein schweres Kreuz wie der eine und der andere läuft und stolziert. Ja? Da hat man das Gefühl, der Herr haltet ihn bei der Hand und Millionen Engel dazu und ja, die gehen. Aber du allein, was ist da los? Der hat doch versprochen, er ist bei uns bis ans Ende aller Tage. Da empfehle ich Bergpredigt lesen, damit jeder Einzelne verinnerlicht, dass nicht jeden, auf jeden Einzelnen das auch passt, dass die Bergpredigt. Ja? Da stehen Sachen drin, die einfach nicht auf jeden passen. Und umso mehr, je klein, wer unter euch klein ist, der wird groß sein, heißt es. Du wirst groß sein im Himmelreich. Du bist armselig, arm im Geist. Du wirst ganz große Verheißungen da ererben, da oben. Das steht alles für denjenigen geschrieben, der hier klein ist, kleine Kraft hat. Durch diejenigen, die schwach sind, wird der Herr Mächtiges bewirken. Das muss aufleuchten in deinem Herzen. Ja? Schau jetzt mal. Jetzt schau. Das wird dich stärken. Josua Kapitel 1. Vers 5 bis 7. Es soll dir dein Leben lang niemand, und das sagt der Herr persönlich zu dir. Höre zu, das sagt der Herr persönlich zu dir, nicht nur zu Josua. Du musst da verstehen, du bist eins mit dem Herrn. Das wird zu dir gesagt. Ja? Es soll dir dein Leben lang niemand widerstehen. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Sei getrost und unverzagt. Du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ich ihnen geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei getrost und unverzagt, weil der Herr dir vorangeht und du ein Erbe bei ihm hast. Dir wurde alles vergeben. Du musst dich ihm nur völlig hingeben. Er muss dein Leben übernehmen und bestimmen, wo es lang geht. Gib die Ruder ab, lass den Herrn in die Segel hinein mit seinem Wind kommen und lass die Segel den Herrn steuern. Lass den Herrn diesen Weg hinsteuern, den er steuern will, denn er hat den Weg für dich bereitet. Der ist perfekt. Du hast zu ertragen, du hast zu leiden. Es geschieht alles zu deinem Besten. Wir müssen mitleiden, um mitverherrlicht zu werden. Gib dich dem Herrn hin. Schau nicht auf die Sorgen und Nöte dieser Welt. Es fällt nicht ins Gewicht, heißt es. Ja? Die Apostel sagen, es fällt nicht ins Gewicht die Leiden dieser Weltzeit im Vergleich zu dieser überschwänglichen Herrlichkeit, die auf uns zukommt. Das sagt der Apostel, der Schiffbrüche und alles erleidet hat. Ja? Das haben wir nicht. Wer von uns hat Schiffbruch erlitten, während der eigentlich auf der Missionsreise war? Auf diesem Schiff, wo er diesen Schiffbruch hatte, da waren noch, glaube ich, 273 Personen mit ihm an Bord. Hey, er hat denen gesagt, kein einziger von euch wird sterben. Ja? Sie haben geglaubt. Hätten sie nicht geglaubt, wären sie auch gestorben. Ganz klar. Du musst dir das immer vor Augen halten. Wenn der Herr Verheißungen gibt, die haltet er auch ein. Wenn der Herr sagt, seid gewiss ich bei euch bis ans Ende der Tage, dann ist er es auch. Es wird uns gezeigt durch das gesamte Neue Testament hindurch, dass der Herr allesamt bis ans Ende geführt hat, die bei ihm geblieben sind. Den Demas zum Beispiel nicht. Ja? Wie sagt der Apostel? Demas aber hat mich verlassen, hat die Welt lieb gewonnen. Ja? Den Weg nicht verlassen. Ja? Kann niemand sagen, jetzt, der war nicht da wiedergeboren und so. Hey, er hat jahrelang mit dem Apostel zusammen dem Herrn gedient. In jedweder Art und Weise, ganz bestimmt. Was meinst du? Was ist da passiert? Ganz einfach, er hat die Welt lieb gewonnen. Ja. Er hat vergessen, was da gewesen ist. Ich hoffe natürlich, er hat Buße darüber getan, ist umgekehrt und wir haben ihn als Bruder oben. Aber er ist ein warnendes Beispiel. Auf einmal steht da, aber Demas hat mich verlassen, hat die Welt lieb gewonnen.
Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welches Land das gezogen ist, aber die Welt lieb gewonnen. Hat es nicht mehr ausgehalten. War zu viel wahrscheinlich. Hat gesehen, das ist eine schöne Stadt, da gibt es schöne Frauen. Oh, das ist eine lebendige Stadt, da gehe ich hin. Früher war es für mich schon so schön und jetzt ist es noch schöner da. Ja, schau dir, wie der Apostel lebt. Das ist eine Katastrophe. Der leidet, ist im Gefängnis, wird zerschlagen. Die werfen ihn sogar vor die Tore der Stadt, weil die denken, der ist tot. Da steht er wieder auf und geht wieder predigen. Dieses Leben ist nicht für jeden. Ja? Du musst einfach verstehen, der Herr muss alles übernehmen von dir. Er ist der Held deines Herzens oder einfach ein Nichts. Es kommt darauf an, wie du Jesus erkennst. Jesus ist für mich der Herr und Heiland und der Retter meines Lebens, der Held meines Herzens. Alles für mich. Er geht mir voran. Er scheint durch diese Augen. Nicht der tote Mann von früher. Ja? Er lebt durch mich. Nicht mehr der alte Arif. Ja? Der ist schon längst weg und ich bin dankbar dafür. Vor dem hättest du Angst. Egal was für ein harter Mann du wärst, du hättest Angst vor mir gehabt. Weil ich war zutiefst finster. Zutiefst. Der Herr leuchtet durch mich hindurch und das weiß ich. Und der Herr lebt durch mich, das weiß ich. Und der Herr feilt an mir, das weiß ich. Der Herr hat alle Türen vor mir offen, wenn ich mich ihm hingebe. Wenn ich ihm vorlege, er hat schon alles andere gemacht. Wenn ich zu ihm rufe, er weiß schon, was meinen Mund da verlassen wird. Er weiß Bescheid. Auf ihn vertraue ich alle Zeit. Nicht auf mich. Nicht auf Menschen. Ja? Auf Menschen natürlich, auf Geschwister, die ich an meiner Seite habe, die der Herr an meiner Seite gestellt hat. Von denen weiß ich auch Bescheid, wer sie sind, warum sie da sind, weiß ich auch. Weißt du wieso? Das stille Kämmerlein, ja? Die Kommandozentrale könnte man sagen, das stille Kämmerlein. Der Herr weiß Bescheid und der Herr sagt uns Bescheid. Seid getrost und unverzagt, ja? Sei nur getrost und unverzagt, indem du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst überall, wo du hingehst. Das ist der alte Bund. Wir im neuen Bund wandeln in den zwei höchsten Geboten, an denen hängt alle Propheten und alles andere auch. Die Liebe. Ja? Wie schwierig für diese Welt die Liebe. Aber die Liebe, die der Herr uns gegeben hat, ist überirdisch, ist himmlisch. Ja? Wir sollen sogar unsere Feinde lieben. Das ist einfach zum Teil eigentlich. Ja? Ich finde es nicht schwer. Ja? Wir sollen in der Liebe wandeln. Somit halten wir das Gesetz von Jesus selbst. Im vollen Maß. Soweit es uns möglich ist. Nun der zweite Beispiel. Ich nenne nur zwei Beispiele. Ich weiß, dass es viele Beispiele aufgezeigt werden könnten. Aber das ist nicht nötig, würde ich mal sagen. Das sind zwei Beispiele. Ja. Die Reaktion von den anderen Kundschaftern und die Reaktion von Kaleb. Ja. Der Kaleb, der hat es kapiert. Der Herr geht uns voran. Was ist mit euch los? Der Herr ist keine Fantasie oder irgendetwas. Der Herr ist uns selbst erschienen und erscheint uns wieder. Der Herr hat uns errettet. Der Herr geht uns voran. Der Herr hat uns versprochen, dass wir das Land ererben werden. Der muss auch gedacht haben, was ist denn mit denen los? Was ist denn da los? Die Feinde sind bis zu 4 Meter und noch höher und fressen da Fleisch von den anderen Menschen. Ja und? Die haben befestigte Städte. Ja und? Ist doch klar, dass die befestigte Städte haben. Die waren doch nicht 4 Meter große Männer und Frauen oder wie groß die auch noch mehr waren. Die bauen natürlich gefestigte Städte. Die haben Freude an ihrer Stärke und Größe. Und das wollen sie zeigen. Ich finde das logisch. Ja? Und na und aber? Na und? Dann haben sie das halt. Trotz allem wird das alles zerbrochen, weil der Herr die Vollmacht über alles hat und sein Volk dorthin führen möchte, weil er das Land ihnen verheißen hat. Ganz einfach. Und Kaleb hat es so simpel und einfach verinnerlicht und kapiert, dass der Herr das alles vermag. Sie sind nicht einfach so mal so hopp, der einen Tag auf den anderen
von Ägypten weg, ohne dass etwas geschehen ist. Da geschah Gewaltiges vor den Augen von allesamt. Und das Volk hat es vergessen. Besinne dich, was der Herr Gutes an dir getan hat. Ja? Darum eben, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir getan hat. Ja? Vergiss es nicht. Besinne dich danach. Was hat der Herr Großes an dir getan und was ist bis jetzt geschehen in deiner Nachfolge? 1. Samuel, Kapitel 17. Okay, das ist Richter. Okay. So. Okay. So. Genau. 1. Samuel 17, Vers 32 bis 47. Ja, ist ein bisschen länger, aber trotzdem. David sagte zu Saul: Seinetwegen lasse kein Mensch den Mut sinken. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Es geht um den Goliath, ja? Saul sagte zu David: Du kannst nicht hingehen zu diesem Philister, um mit ihm zu kämpfen. Ja? Du bist ein Junge, er aber ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. Ja? Erinnerst du dich an ein Gespräch von unserem lieben Bruder Petrus, dem Apostel Petrus, und unserem Herrn Jesus Christus, wo der Herr offenlegte, was mit dem Menschensohn geschehen muss? Ja? Dass er ans Kreuz gehen wird, dass er verspottet wird und alles ertragen muss. Nein, Herr, das soll, ja nicht, das soll dir nicht geschehen. Was hat der Herr gesagt? Ja, schon gut, das sollte schon nicht geschehen. Ja? Nein, der Herr hat gesagt, geh hinter mich, Satan. Ja? Denn du denkst menschlich, ja? Nicht göttlich, oder? Der Mensch denkt immer so, es soll ja nichts geschehen. Ja? Wir sind bequeme Wesen. Es soll uns ja nichts geschehen. Das ist zu schlimm. Stell dir vor. Und das ist sogar noch in dem Ausmaß hier, was der Saul sagt. Der hat vergessen, dass der Herr ihn zum König da gemacht hat. Ja? Es heißt von ihm, er ist ein Kopf größer wie das ganze Volk und von gutem Aussehen. Ja? Wo er aber dem Volk vorgestellt wurde, versteckte er sich hinter den Geräten. Das sagt viel aus. Dem König David allerdings gab der Herr solch einen Mut in sein Herz. Und diesen Mut hat der Herr uns allesamt gegeben, das sollst du nicht vergessen. Wir sind es, diejenigen, die das zurückhalten. Weil wir immer noch auf das achten, ja, das könnte mir geschehen, ja, dann geschieht es mit dir eben. Wenn du stirbst in der Nachfolge, wenn du missionierst, oder ja, eigentlich, nur dann kannst du eigentlich in dieser Art sterben. Weißt du, was ich meine? Ich meine, es kann sein, wenn du einem Moslem da verkündest, das stecht dich einfach ab. Das gibt's. Unsere Weltzeit ist keine normale Weltzeit. Es geht dem Ende zu. Ja? Es heißt ja auch, es sind böse Tage. Am Ende der Tage, am Ende der Zeit, werden es schlimme Zeiten sein. Und da steht zack, 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 alles. Oh, geh mal da in Zürich. Ja? Geh mal jetzt um diese Zeit zum Beispiel dort missionieren. Jo, das wird interessant. Verabschiede dich. Kann kritisch sein. Ja? Der Herr kennt den Zeitpunkt, wo du dann zu ihm kannst. Kann sein, dass du dann zu ihm kommst. Es gibt Situationen, wo gefährlich sein können, aber wir sollen nicht verzagen. Ja? Ist nicht zu mich rühmen, aber weißt du, wie viel Mal ich alleine schon missionieren gewesen bin in Großstädten, so weit weg? Ich habe nicht gewusst, was mich erwartet. Ich war nicht immer so an kuscheligen Orten. Der Herr hat mich zu denen geschickt, die sahen gefährlich aus, ich sage dir. Ja? Die hätten mir auch etwas antun können. Ich durfte auch Studenten und so verkünden. Die hätten genauso gut mich verprügeln können. Wieso sollen sie das nicht tun? Geschieht alles. Schau mal, was da geschehen ist in Frankfurt zum Beispiel. Wer hätte denn so etwas gedacht? Nach Frankfurt wollte ich eigentlich diesen Samstag. Nur mal so viel dazu. Aber geht nicht, wegen
den zwei anderen Missionen, die morgen und übermorgen sind. Hauptsächlich wegen übermorgen. Aber das kommt noch. Das wird herrlich. Da freue ich mich sehr. Aber auch Frankfurt, da werde ich dann noch kommen. So war der Herr mir hilft. Und du kannst sein, dass mich da einer absticht oder auf die Gleise schuft, das auf die Gleise wirft. Ja, also das kann alles geschehen. Das muss man in Kauf nehmen. Das ist eine Katastrophe, diese Weltzeit. Aber der Herr beschützt uns. Aber der Herr kennt auch den Augenblick, wo es zu Ende geht. Darum, all diese Sorgen, all diese Gedankengüter, die sich so hochstellen, ja, wie der Goliath, dem Herrn abgeben. Werft all eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Ja? Dein Kreuz, der ist schwer, ganz klar. Aber er soll nicht noch schwerer werden, um Himmels willen. Gib es ab. Der Herr geht voran. Er trägt es doch. Sprich doch auch mit deinen Geschwistern darüber. Wie der Simon von Kyrene das Kreuz des Herrn mitgetragen hat, so sollen wir allesamt das Kreuz unseres Nächsten tragen, damit wir das Gesetz Christus erfüllen. Das ist vollkommene Liebe. Wenn einer sich hingibt für seine Freunde, hat der Herr doch gesagt, wer ist denn unser Vorbild? Unser Herr Jesus Christus. Ja. David sagte zu Saul, dein Knecht hütet die Schafe seines Vaters, und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf von der Herde, lief ich ihm nach und schlug ihn und errettete es aus seinem Maul. Und als es sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn nieder und tötete ihn. So hat dein Knecht beide erschlagen, den Löwen und den Bären. So soll nun dieser Philister, dieser Unbeschnittene, wie einer von diesen sein, denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sagte, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch von diesem Philister erretten. Und Saul sagte zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Saul legte David seine Rüstung an, setzte ihm einen ehernen Helm auf den Kopf und legte ihm einen Panzer an. David gürtete sein Schwert über seine Rüstung und fing an zu gehen, denn er hatte es nie versucht. Da sagte David zu Saul, ich kann so nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt. Und David legte es ab, nahm seinen Stab in die Hand, wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie zum Hirtengerät, das er hatte, in die Hirtentasche, nahm die Schleuder in die Hand und ging auf den Philister zu. Der Philister ging auch einher und kam David immer näher, und sein Schildträger ging vor ihm her. Als der Philister hinschaut und David sah, verachtete er ihn, denn er war ein Junge, bräunlich und von schöner Gestalt. Und der Philister sagte zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte dem David bei seinem Gott. Und der Philister sagte zu David, komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln unter dem Himmel und den Tieren auf dem Feld geben. Jetzt hör genau zu. Und David sagte zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels, das du verhöhnt hast. Das musst du dir merken. In wessen Namen gehst du eigentlich? In deinem eigenen Namen? Oder im Namen des Herrn aller Herrscher und König aller Könige, der Himmel und Erde erschaffen hat. Das musst du überlegen. Für wen bist du eigentlich im Dienst? Wem folgst du eigentlich nach? Was eigentlich vermag er zu tun an dir, wenn du es zulässt, jeden Tag? Das musst du dir besinnen. Und dann wirst du ganz rasch kapieren, ich hoffe es, ich bete dafür eigentlich, dass das einer kapiert, noch mehr verinnerlicht, besser gesagt, kapieren tut es fast jeder, aber noch mehr verinnerlicht, was auch auf dich zukommt, was auch jetzt mit dir geschieht, der Herr ist da und er wird dir vorangehen, er wird dir die Befähigung geben, ihm nachzufolgen, er will nur, dass du ihm dich hingibst, ja, völlig. Und er wird all diese Wälle um dich herum, all diese Festungen um dich herum zerbersten lassen. Er ist der besiegte Feind. Die Sorgen und Nöte dieser Welt, die können sehr groß sein, ist klar.
Aber der Herr übernimmt sie, wenn du es ihm gibst. Und dies alles wird um dich herum runterfallen. Der Herr muss nur einmal seine Hand über dies alles ausstrecken und alles wird fallen. Das sagt der eine, der durch alle, ich bin durch alle Nöte gegangen. Alles. Hunger, Not, finanzielle Probleme, Tod in der Familie, ja, Mutter, Vater ist wieder weggegangen, Schwester, Schwager verneinen mich, weil ich ein Christ bin. Alles in der Arbeitsstelle, Verbot zu predigen, ja, haben sie mehrfach. Und jetzt ist es so offiziell, dass wenn ich nochmal darüber rede, werde ich gekündigt. Aber schlau möchte ich sein da, ja. Weil wenn ich weiter verkündige, verliere ich dies, weil dort sind noch welche, die jetzt herauskommen und zum Herrn kommen. Ja, über dies gibt es noch Zeugnis, ja. Der Herr gibt dir die Weisheit und Erkenntnis für alle Situationen, für alles. Du musst nahe zum Herzen Jesus kommen, wie der Apostel Johannes es getan hat. Der Herr wird dir einiges so aufzeigen, was du noch tun musst und was du auch lassen sollst. Der Herr will dich reinigen, damit du noch mehr Früchte trägst. Anders geschieht das nicht. Der Herr wird dir zeigen, wie du dorthin kommen sollst, wo du hingehen sollst. Der Herr wird dir die Kraft dazu geben und alle Mittel. Der Herr wird dir alle Geschwister dazu senden, an deiner Seite. Und der Herr ist immer an deiner Seite. Und dazu kommen noch Geschwister dazu. Alles, was du benötigst, kommt dazu. Die Frage ist, wie du reagierst. Wie die Kundschafter da, die alles gesehen haben. Die wissen über den Herrn Bescheid, aber sowas von, wie wir es heute nicht uns vorstellen können. Die haben solche Sachen gesehen. Das ist wow, einfach, ja. Das, wie sie aus Ägypten herausgeführt wurden und alles andere noch. Die Teilung des Meeres und alles, was dazu kommt. Da auch danach alles. Feuersäule, Rauchsäule, das ist gigantisch, ja. Die alles gesehen. Das Land vor ihnen, die haben selber gesagt, das ist so mit von Milch und Honig im Überfließen und Früchte in der Hand, Granatäpfel, Weintrauben und so weiter. Sie haben diesen Ort sogar so benannt, wo sie die Weintrauben weggenommen haben. War so wichtig, ja, war so glorreich. Und trotz allem haben sie es vergessen. Kannst du dir das vorstellen? Trotzdem vergessen, was da geschehen ist, wer sie da hingeschickt hat. Nur um zu kundschaften, nur um zu sehen, wie ist es da. Nicht, ob das möglich ist zu übernehmen. Das war selbstredend zu übernehmen. Der Herr befähigt sie. Da hat es nur Kaleb verstanden und der andere neben ihm, Mose und Aaron, wissen es schon. Und das Volk aber wurde betrübt. Das ganze Volk hat die ganze Nacht geweint. Angst gehabt wegen diesen Leuten, ja. Ich wollte sogar sagen, diesen Idioten, aber sollte man ja nicht sagen, aber das ist eine Idiotie des Menschen eben. Wir schauen dann auf dies, was da vor uns für ein Wall ist. Oh, das ist so ein großes Problem. Da müsste ich die ganze Zeit so schauen. Oh, und keine Lösung. Wo? Meine Probleme sind zu groß. Schau ich links, Problem. Schau ich rechts, Problem. Nö. Psalm 121. Ich lese es am besten vor. Nachher ist oder so nur noch eine Bibelstelle. Und Psalm 121, das ist es. Das ist es. Das muss man verinnerlichen. Genau das ist es, ja. Da. Ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird mir Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, damit dich weder am Tag die Sonne sticht noch der Mond des Nachts. Der Herr behütet dich vor allem Übel. Er behütet deine Seele. Der Herr behütet deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Das ist natürlich übergreifend auf die Offenbarung, wenn das Zelt Gottes über uns ist, ja. Weder Sonne noch Mond wird uns dann stechen. Weder die Hitze des Tages noch die Kälte der Nacht. Überhaupt gar nichts. Aber auch jetzt gilt dies. Wir spüren doch, dass der Herr uns umarmt und führt.
Wenn du dies nicht spürst, du hast den Heiligen Geist einfach nicht. Ja? Wenn du den Heiligen Geist hast, du spürst, dass er dich hindurchträgt. Allerdings, wir müssen die Geister natürlich prüfen. Ja? Aber das lasse ich jetzt mal. Das musst du dann schon prüfen. Ja? Wer da natürlich da Hilfe braucht, ich kann da auf ein paar Links dann verweisen. Ja? Aber so viel dazu. Der Herr ist da, mit uns, in uns, um uns. Der Herr sieht uns, der Herr reagiert auf unser Rufen und Schreien. Dem Herrn sind wir nicht egal. Ja? Das musst du verinnerlichen, Psalm 121. Wo du auch hochschaust, egal. Mount Everest, da, 9 Kilometer fast, ja, hoch, große Probleme, unerreichbar, unmöglich. Ich kann diese Probleme nicht erklimmen und rübergehen, ja. Bin im Tal der Todesschatten und auf einmal fürchte ich ein Unglück. Nein, kein Unglück fürchten. Der Herr ist da. Er ist über all dem. Offenbarung. Das ist jetzt der letzte Teil. Aha, okay. Interessant. Ich habe hier nicht mal ein Kapitel geschrieben, aber Vers 16 bis 18, aber das ist Kapitel 1, darum. Ja. Er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand. Aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Gesicht strahlte wie die Sonne in ihrer Kraft. Als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen hin wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte. Der dir vorangeht, sagt, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Und der Lebendige, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Der Herr hat alle Schlüssel in der Hand. Der Herr ist derjenige, der Erste und der Letzte. Der Herr ist derjenige, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Und alles ist in seiner Hand. Alles hat er unter seiner Kontrolle. Das ist herrlich. Das ist so glorreich. Ja, ich liebe das so sehr. Der Herr hat alles unter seinen allmächtigen Händen. Der Herr ist über alles hoch, über alles groß, sieht alles, reagiert auf jeden und er führt zu Ende, was er angefangen hat. Wenn dich das nicht aufspringen und Lob singen lässt in deinem Herzen. Das ist so groß. Aber wir müssen uns danach besinnen. In guten wie in schlechten Zeiten. Ja? Amen. Ich hoffe, es hat dich gestärkt. Bei Fragen, auch was den Heiligen Geist angeht, Kommentarfeld hineinschreiben und ich werde dich sehr rasch darauf verweisen, auf einen lieben Bruder, lieben großen Bruder, der das alles durch seine Videos erklärt. Ja. Und auch sonst, ich bin, so war der Herr, mir hilft da bei Fragen. Ja. Vertraue dem Herrn alle Zeit. Er vermag unfassbar Großes an dir und durch dich zu tun und all deine Sorgen von dir wegzunehmen und all diese Welle, all das, was dir jetzt so groß und so schwer erscheint, mag der Herr zu zerstören vor deinen Augen. Dass du wieder freien Mutes nach vorne laufen kannst. Und der Herr geht dir voran und ebnet dir den Weg. Vertraue ihm alle Zeit. Ja. Der Herr kommt bald. Sei bereit bei allen Schritten, die du tust. Sei bereit. Vertraue ihm. Sei furchtlos. Ja. Sei furchtlos. Amen.